Es blitzt und donnert, meine Freunde, und damit heiße ich euch herzlichst willkommen zurück zu Legend of Zelda Wind Waker HD. Heute sind wir stehen geblieben im schönen Portemonnaie und heute müssen wir hier die Piratenbande finden. Und ich habe einen kleinen Hinweis bekommen, damit ich nicht allzu lange suche, was ich auch gar nicht so schlecht finde, weil in solchen Situationen ist das eigentlich ziemlich egal, ob ich hier gespoilert werde oder nicht, weil eigentlich ist es gar kein Spoiler. Aber ich habe schon gedacht, dass wir eventuell an dem Ort schauen sollten, an dem sich vielleicht die Piraten am ehesten befinden. Und ich finde, das Versteck hier oben, das sieht mir doch am ehesten nach einem Piratenversteck aus. Wisst ihr noch? Also wir müssen wahrscheinlich durch das Wasser erstmal hier versuchen rauszukommen, damit wir nicht ertrinken. nicht gut. Ja, wir müssen wahrscheinlich in dieses kleine Warenhaus, oder dieses Bombenhaus eher gesagt, und dort versuchen dann, ja, die Piraten ausfindig zu machen. Wie gesagt, ich interessiere immer noch, was sich dort in dieser Truhe befindet, die unsichtbar ist. Vielleicht brauchen wir da ja ein Item wie das eine Item aus Ocarina of Time und Majora's Mask. Wie hieß es noch gleich? Das Auge der Wahrheit. Genau, vielleicht brauchen wir das ja. Vielleicht gibt es ja in diesem Spiel wieder. Zelda-Items sind ja dafür bekannt, dass sie sich gerne mal wiederholen. Und ja, wir werden sehen. Naja, als allererstes will ich jetzt mal schauen, ob ich mit meiner Annahme hier richtig liege, dass wir tatsächlich hier hoch müssen. Ich weiß es nämlich nicht, ich habe es nicht vorher getestet, aber das Licht brennt hier oben und das kann ich mir als ehesten als Piratenversteck vorstellen. Ich meine, wer sonst will denn die Piraten, da haben? Und ich glaube, ich liege mit meiner Annahme sogar richtig. Tatsache! Ich wusste es doch. Und was haben die denn davor? Die wollen also die Bomben haben. Jungs, nimm mal nicht persönlich, um in den Schatz ranzukommen, brauchen wir nun mal Bomben, kapiert? Naja, kannst aber auch als gerechte Strafe deine üblen Halsabschneidereien ansehen. Ach ja, der Typ hat mich... Ich mag ihn nicht. Krumme Geschäfte mit Piraten machen wollen, mein Lieber. Da brauchst du dich gar nicht so zu wundern, genau. Aber allen Achtung, dass du diesen eingebildeten Postvogel diese Information entlocken konntest. Ach ja, okay. Schon als ich diesen kleinen Regen oder wie der hier ist, das erste Mal sah, da war mir klar, dass auf Präludien irgendwas versteckt sein muss. Deswegen tat ich auch so, als wäre ich mächtig besorgt in den Winkel, als wir dem Postboten begegnet sind. Ach so, ist das also. Okay. Tja, und dann hat er dann eben gezwitschert wie eine Nachtigall. Einfach famos, Gonzo. Zumindest war das anbelangt. Hast du echt ein Gespür fürs Detail. Naja, man könnte aber auch sagen, du bist ganz und gar durchtrieben. Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und Captain... wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und Captain Tetra mit all ihrer Schleue, was? So nennt man das, okay? Einander heiraten würdet... Dann wärt ihr zwei das dynamische Duo und wir alle zusammen die glorreichen Teams des Weltmeeres. Wir könnten die größten Piraten aller Zeiten werden. Laberkopf, ich werde ja ganz rot bei dem Gedanken. Riecht kein Unsinn. Ja, da steht wohl einer auf Kapitän Tetra. Hast du das gehört, Captain Tetra? Was sagst du dazu? Über den Witz kann ich nur müde lächeln. Und jetzt hört endlich auf, ihr Faxen zu machen und ladet die Bomben ein. Sobald sie auf dem Schiff sind, setzen wir Kurs auf Präludien. Was ist das denn ernst, Captain? Aber wir waren doch schon so lange in keiner Stadt mehr. Warum schlagen wir uns heute nicht ordentlich den Bauch voll und fahren erst morgen früh los? Komm schon. Also, mir wäre das ja egal. Ich stimme dir natürlich immer zu, Captain. Aber die anderen haben sich schon so drauf gefreut und es bricht mir das Herz, sie enttäuscht zu sehen. Weißt du? Komm schon, lass uns erst morgen früh auslaufen. Na, was sagst du? Der Schatz läuft uns schon nicht davon. Ich spreche doch für euch, wenn ich das so sage, oder Männer? Boah, ich wurde wirklich Hopfen und Malz verloren, was? Ihr habt doch auch diese verwüstete Insel gesehen, oder gar nicht? Wenn wir uns nicht beeilen, dann würde Präludien noch das gleiche Schicksal ereilen. Oh, nanu? Irgendwas klingt da ja das so beinahe so, als wäre dir mehr wohl an dieser Insel gelegen, als an dem Schatzkapitän. Was sind das hier für Unterstellungen? An diesen schnöden Eilanden interessiert mich natürlich nur der Schatz. Ist das so? Aha, und plötzlich werden wir hier ausfindig gemacht. Aha. Also meinetwegen, wir fahren erst morgen früh zu dieser Insel. Aber wenn ich morgen früh sage, dann meine ich auch morgen früh, wie einer von euch verschläft. Oi, oi! Sie hat uns zugezwinkert. Ich glaube, die steht auf uns. Was? Ach, Captain, wie lautet gleich nochmal die heutige Parole? Hast du das schon wieder vergessen, Mokko? Du bist echt die Höhe, Mann. Die heutige Parole lautet Socken! Alles groß geschrieben, okay.
Wenn du ihm nicht richtig antwortest, dann lässt dich Nico draußen versauern. Das ist bei sowas nämlich nicht mit sich reden. Das ist stur wie ein Bock. Das ist noch einmal zum Mitschreiben. Socken! Socken also, verstehe. Okay. Socken, genau. Und nicht Pocken, sondern Socken. Sollten wir das wohl merken. Okay, und nun, das machen wir jetzt hier oben. Können wir jetzt hier runterfallen lassen? Ich glaube, das ist gar nicht mal so bad, oder? Na, lassen wir uns hier einfach mal runterfallen und retten vielleicht den Typen hier? Oder auch nicht? Was können wir hier hinten machen? Können wir jetzt hier Bomben holen? Interessant. Ich überlege gerade. Guck mal, Link, warum nimmst du denn nicht einfach diese Bomben hier? Ich finde das echt interessant. Ist das eine Zeitbombe? Ich glaube, ich kann hier tatsächlich nichts machen. Vielleicht ist noch in den Kisten hier irgendwas. Deswegen mache ich die mal kaputt. Und Rubine. Ah, oh, so viele Rubine. Alter, der Typ, der hat sein ganzes Erspartes in die Fässer gesteckt. Ja, vielleicht ist noch irgendwas Wichtigeres. Gucken wir mal. Ich gebe nämlich die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht doch ein bisschen was Gutes ist. Nee. Okay, leider nicht. Dann müssen wir jetzt hier wohl Vorrat machen. Wir können den Typen hier leider nicht retten. Der macht nicht mal seine Augen auf. Der sieht uns nicht mal. Also raus hier. Müssen wir wohl die Piraten ausfindig machen. Wie lautet das Passwort nochmal, Leute? Richtig, Socken. Aber mal ganz unter uns. Ich trage keine. Okay, wo könnten wir wohl hin? Ich würde sagen, aufs Schiff vielleicht? Ich versuche mal beim Schiff anzudocken. Oh, wer ist das denn? Ach, das ist gar keiner. Kann ich hier auf dem Schiff andocken? Ich glaube, das wäre sogar möglich gewesen. Vielleicht sollte ich zum Leuenkönig. Wo ist der Leuenkönig? Hä? Leuenkönig? Der ist nicht mal hier. Hat mich etwa alleine gelassen. Ach, der ist da vorne. Vergessen wir das. Ich versuche mal auf dem Schiff zu landen. Ansonsten gucken wir uns mal dort rum, wo sich Piraten ja in der Regel rumtreiben. In Bars. Ja. Eigentlich glaube ich tatsächlich, dass wir hier nicht lang müssen. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht doch. Der krümmste Pirat hat die schicksten... jetzt muss ich das Passwort sogar eingeben. Okay, wie muss... Okay, wartet. Deutsch. Stopp. Erstmal alles groß. Socken. So, zack. Okay, du darfst reinkommen. Kann ich hier noch irgendwo rein? Leider nicht. Dann gehen wir mal hier ans Deck. Captain Tetra! Wir sind zu Besuch! Okay. Keiner hier? Seriously? Alles da unten? Ah, das ist zum Beispiel Nico. Ah, jetzt kann ich sogar mal hier rein. Oh, ich wollte schon überbauen. Captain Tetras Gemach rein. Okay. Die hat sogar ein Bild von dem legendären Helden. Ja, ich wusste, die steht doch in irgendeiner. Die kann kein Pirat sein. Die ist viel zu lieb für sowas. Und was ist das für ein Bild? Das ist eine Königin, ne? Sieht nach einer Königin aus. Könnte vielleicht Captain Tetras Mami sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber mittlerweile auch, wie ich hier die Vasen hier oben wegbekomme. Hier, wo waren die? Ich glaube, die waren nicht hier. Okay. Jo, Nico, was geht? Guck mal, wer hier ist. Oh, Rögi, was machst du denn hier, Rögi? Du bist also am Leben. Die anderen haben gesagt, ich hätte dieser Riesenvogel an der vermunchten Bastion gefressen. Stimmenwechsel, egal. Aber du lebst ja. Alles klar, verstehe ich schon. Du hast mich vermisst, stimmt's? Das ist ja gar nicht, dass du es so sehr genießt, mein Untermatrose zu sein. Seitdem du weg bist, bin natürlich ich wieder der Schlusslicht der Rangliste hier an Bord. Daher muss ich auch hier Wache ziehen, wie du siehst. Das ist gemein, die anderen sagen sich jetzt ein Portemonnaie kräftig die Beute voll. Aber wenn du schon extra wegen mir zurückgekommen bist, muss ich dich natürlich auch bei Laune halten. Gut, lass uns gleich den altbewährten Test machen. Allerdings, diesmal etwas schwieriger als beim letzten Mal. Du wirst dich schon reinhängen müssen. Wie auch so beim letzten Mal hängen von der Decke ein paar Lampen herunter, siehst du? Beim letzten Mal gab es noch diese Plattform, die du hochfahren kannst, nachdem du den Salter da betätigt hast. Die gibt es diesmal nicht. Im Kardex heißt das, du musst also von Seil zu Seil springen, kapiert? Oh, am Ende gibt es sogar irgendwas. Außerdem habe ich am Ziel ein Fallgitter angebracht. Das Fallgitter fährt durch Betätigung des Salters zwar hoch, aber fällt runter, sobald das Zeitlimit verstrichen ist. Also heißt es leider auf ein neues. Okay, das heißt, hier kommt es auch wieder auf Zeit an. Und da ist eine große Truhe, das heißt, da ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges drin. Der Salter zum Hochfahren des Fallgitters ist da, wo der andere beim letzten Mal auch war. Also steig drauf. Wenn du es innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schaffst, kriegst du ein paar von den Bomben, die wir in der Stadt mitgehen lassen haben. Also häng ich... Ach, Bomben gibt's hier dann. Das ist sehr gut. Ich will endlich Bomben haben. Bomben. Bombe hakern. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen.
Aber nicht zu krass ausrasten, weil wir wollen natürlich jetzt hier auch Fortschritt machen. Das ist in Ordnung. Zack. Warte. Anhalten. Wie halte ich nochmal an? Okay, das ist gut. Ich will mich hier ein bisschen... Okay, schwing. Nein, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ah, wie komme ich denn jetzt nochmal hier hoch? Okay. Leute, das war ultra bad, ich weiß. Aber das passt schon. Jetzt mache ich erstmal das Tor wieder zu. Ist okay, Nico, ist okay. Ich bin ich bin gleich da, keine Sorge, ich bin gleich da. Ich bin ein ziemlich guter Pro, musst du wissen. So, also. Einmal. So, also. Schwing. Okay. Das ist jetzt in Ordnung. Sehr gut. Ah, das war nicht in Ordnung. Ach, Mann. Ich habe immer Angst. Du siehst ja hier nicht das Zeitlimit. Und ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, mich nochmal das Seil anzuhalten, runterzusetzen und dann halt nochmal zu gehen. Ach, ich weiß es nicht. Okay, Moment. Ich krieg das schon hin. Das ist eigentlich einfach. Ich will mir halt nur nicht zu viel Zeit lassen. Ich meine, ich kann mir jetzt mega viel Zeit lassen und es falsch machen. Oder halt nicht. Aber gut. Okay, hier muss ich mich zum Beispiel jetzt runterschwingen. Jetzt ganz langsam. Zack, bisschen Schwung holen. Hier brauche ich Schwung, das ist klar. Das ist blöd. Ah, schaffen wir das noch? Na, was? Hä? Das ist ja mal richtig scheiße. Sind das denn hier Checkpoints oder sowas in der Art? Das sind nicht mal Checkpoints. Ach man, das ist ja echt blöd. Das ist echt blöd, Leute. Ohne Witz. Ist okay. Ich habe zumindest jetzt so ein kleines Zeitgefühl, wie das hier funktioniert. Ist aber ein blödes Rätsel. Ich mag das Schwingen mit den Seilen hier nicht so in dem Spiel. Das ist, keine Ahnung. Ist okay, aber geht schon um einiges besser eigentlich. So, jetzt schwing dich mal ein bisschen. Ich meine, guckt euch das an. Es dauert auch ultra lange und so. Und oh, ich hab's geschafft. Perfekt. Das war jetzt ein bisschen lucky, aber ist schon okay. So, hier kann ich wieder runter. Oder muss ich sogar anhalten und runter. Okay. Okay, wartet. Das ist, glaube ich, so okay. Das ist okay. Oh, schaffe ich das? Das sieht nicht so gut aus. Oh, geschafft. Perfekt. So, jetzt hier nochmal runter. Hallo, runter, sagte ich. Okay, so. Und jetzt, das ist so eine Situation, in der mir das Zeitlimit richtig viel Angst macht. Oh, nice. Und das könnten wir jetzt schaffen. Ah, Geronimo! Nice! We did it, Reddit. Wir haben es geschafft. Was? Das hast du so schnell geschafft! Du bist echt der Wahnsinn! Oh Mann, die Nummer habe ich noch nicht mal selber gestartet, aber für ihn war das anscheinend kein Problem. Ob es wohl aufliegt, wenn ich ihm wieder einfach so gebe? Ach was. Gut, du kannst die Bomben haben. Bitte nicht. Aber erzähl bloß den anderen nichts davon, kapiert? Verbrich es mir, okay? Ist okay, Nick. Wartet mal. Der geht raus. Ist aber gefährlich. Der könnte uns hier einsperren, ne? Das wisst ihr aber schon. Oder das weißt du schon, Link. Bomben sind immer gut, Leute! Bomben! Woo. Bomben finde ich spitze und du hast die Bomben gefunden! Du kannst maximal 30 Stück mit dir führen. Halte sie über den Kopf und wirf sie durch Drücken von A. Mit Z kannst du sie ablegen. Hoffentlich wirst du einen Bombenspaß mit ihnen haben. Wenn du sie auf dem Boot benutzt, kannst du sie mit der Bordkanone abfeuern. Lege sie im Itembildschirm auf YXR und feuer frei. Ganz entmutigt, sie am Eigentum von Piraten zu bedienen! Okay, warte mal, das ist wer? Ich bin erstaunt, dass du dieses Inferno im Turm heil überstanden hast. So wie es aussieht, hast du deine Schwester also noch nicht gerettet. Aber du bist schon wirklich ein leichtsinniges Kerlchen. Da hattest Glück, weil Nico Wache schob. Wäre es einer der anderen gewesen, hätte es dich sofort Keil holen lassen. Aber lassen wir das. Was hast du mit den Bomben vor? Sag bloß, du bist jetzt auch hinter Jabos Schatz her. Jabo hält sich nämlich gerade in einer Höhle auf der Rückseite deiner Heimatinsel versteckt. Aber der Eingang wird dummerweise von einer großen Steinplatte versperrt. Die muss man erst kaputt machen, bevor man ins Innere gelangen kann. Wir werden die Nacht hier in der Stadt verbringen und mal wieder so richtig gut schlemmen und zechen. Und morgen früh bechten wir ja nach Präludien auf. Wenn du die Sache mit Jabo also heute Nacht erledigst, dann geht dich die Runde meinetwegen an dich. Vertrödelst du aber die Nacht, dann nehmen wir uns morgen der Sache an, klar? Beeil dich also lieber. Okay, das ist jetzt uncool, weil ich eigentlich wollte hier nochmal an einer Auktion teilzunehmen. Aber da es anscheinend hier tatsächlich um Zeit geht, werde ich das wohl nicht machen können. Ich hätte nämlich zu gerne noch einmal an der Auktion da teilgenommen. Weil, was gab es noch mal zu gewinnen an der Auktion? Das Glücksamulett kann warten. Ich will jetzt eigentlich nur auf nach Präludien. Zu meiner Heimatinsel.
Okay. Weil mit den Bomben können wir jetzt auf einmal auch, ja, wahrscheinlich Orte erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten, ist ja klar. Vor allen Dingen die Orte, die vorher versperrt waren. Und das sind, glaube ich, nicht wirklich wenige. Okay. Also meinetwegen, Tetra hat gesprochen, ich werde jetzt direkt nach Preludien und versuchen, Jabu ausfindig zu machen. Meinetwegen. Gut, du scheinst bereit zu sein. Wenn du auf das Wort dieses Mädchens verlassest, dann werden die Piraten nicht vor Morgengrauen in See stechen. Sondern hast du also Zeit, den großen Jabu zu treffen und von ihm den Mord in Empfang zu nehmen. Los, Reh, wir haben keine Zeit zu verlieren. Naja, es ist ja gut. Nur Stress hier, ja, nur Stress, Mess. Wisst ihr, Leute, Preludien, das ist unglaublich krass, wo das liegt. Das ist ganz... Und wir müssen jetzt eine ganze Weile fahren. Ich meine, klar, währenddessen werden uns natürlich auch wieder coole Dinge begegnen. Aber das wird richtig lange dauern, bis wir da überhaupt erstmal da sind. Naja, schauen wir einfach mal. Vielleicht wird es ja nochmal durch irgendetwas, ja, recht angenehm. Ich bezweifle das zwar, aber naja, schauen wir mal. Was ist das? Sieht aus wie ein Leuchtturm. Sind die Silhouette da geradeaus vorne? Welchen Fisch hier begegnen, werde ich ihn aber auf jeden Fall auch nochmal füttern. Ich habe gesagt, ich kann mit ZR... Ach, ich kann sogar springen. Ja, stimmt. Oh, das war... Das, oh, das war falsch. Das ist ein... Oh, oh, oh. Okay, bloß weg hier. Oh, das ist ein... Ah, gefährlich. Ich kann wohl mit ZR ohne das Segel immer ein bisschen korrigieren, wie ich fahre. Und das ist tatsächlich ein Leuchtturm, ne? Cool. Müssen wir vielleicht nochmal später hin. Ich will jetzt erstmal... Ah! Wow, 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 wow. Boah, habe ich mich da gerade erschrocken. Ich will jetzt eigentlich nur straight nach Preludien. Weil, ja, warum eigentlich? Ich will einfach nur straight nach Preludien. Gibt keinen genauen Grund. Und was ist das? Das sieht auch wieder ziemlich cool aus. Ich sehe bei diesem Sturm leider nur die Silhouetten von denen. Okay. Oh. Ach, wartet mal. Da waren wir doch schon mal. Das ist doch Istratu? Ichatu? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Insel, auf der Jabu einst lebte. Oder gelebt haben soll. Aber gut, wir wissen das. Guck mal, der folgt mir ja immer noch. Wie mach ich den kaputt? Angreifen kann ich den nicht. Und ach, es gibt sogar Bordkanonen. Seht ihr das oben links? Ich kann vom Bord aus so Kanonen abfeuern. Wahrscheinlich hier auf den den Haider. Naja. Ist mir eigentlich gerade ziemlich egal. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, Tatsache, es funktioniert sogar. Nee, warte mal. Ich versuche mal hier mit den Bergen. Ah, ich kann dann leicht vorwärts. Ah, das ist cool. Wenn euch das auch mal weiß. Oh, wait. Ich muss anhalten. Kann einpacken und weiter geht's geradeaus. Okay, danke für eure Tipps, Leute. Ich finde das immer cool, wenn ihr mir da behilflich seid. Solange es nicht zu krass ausartet, ist es sogar richtig cool. Und müssen wir straight nach unten. Straight nach unten. Mir wurde auch gesagt, dass diese kleinen leuchtenden Stellen im See, die halt nicht... sowas zum Beispiel, was hier jetzt gerade geradeaus ist, dass das ganz random ist. Aber wenn da irgendwas schön leuchtet und das auch so ein Strahl von ganz oben ist, dann ist es wohl einer der Schätze. Finde ich persönlich immer sehr cool. Und das ist auch wieder eine Insel, ne? Wir sind kurz vor Preludien, Leute. Das ist aber nicht die Insel, auf der wir müssen. Ach, das ist wieder eine von den Inseln. Ja, ja, das ist wieder eine von denen. Cool. Direkt über Preludien gibt es also auch eine von denen. Okay. Ist hier irgendwas Interessantes, Wichtiges? Okay, das ist eine, die unten auf ist. Haben wir eine Karte, die so etwas in der Art darstellt? Schau mal. Auch einen der Schätze haben wir lustigerweise sogar gefunden. Schatzkarte 34, da ist jetzt so ein Haken drauf. Cool. Wusste ich gar nicht, dass wir die gefunden haben. Aber warum nicht? Ne, wir haben sogar zwei von denen gefunden. Tingelskarte haben wir auch noch. Wir müssen auch mal irgendwann bei Tingle vorbeischauen. Aber wisst ihr was? Ist schon okay. Vergessen wir das erstmal. Heißt erstmal auf nach Preludien. Da ist ja auch Preludien. Ich sehe es gerade. Unsere Heimat. Oh, auf der Rückseite der Insel hieß es, ne? Rückseite der Insel. Also ich werde mal einmal rumfahren um Preludien herum. Oder auch nicht, meinetwegen. Okay. Dann halt nicht. Regel, hast du es auch schon bemerkt? Seit wir Fuß auf Ichthus gesetzt haben, das von Ungeheuern angegriffen wurde, scheint die Zeit stillzustehen und die Nacht nicht zu Ende gehen zu wollen. Ist das vielleicht der Fluch, der von dem Valu sprach?
Ein Vorteil hat das Ganze zumindest im Moment. Wenn der Morgen nicht dämmert, müssen wir auch keine Angst haben, die Piraten können sonst zuvorkommen. Du bist seit langem wieder auf deiner Heimatinsel. Vielleicht solltest du diese Gelegenheit auch dazu nutzen, wieder einmal deine Liebsten zu sehen. Zeit für Jabo bleibt danach immer noch genug. Okay, das klingt eigentlich ganz gut. Ja, hätte uns das nicht vorher sagen können, hätte ich sogar noch an der Auktion teilnehmen können. Ach, meine Güte. Und, die sind Monster aufgetaucht. Okay. Wir haben sogar noch einen Brief bekommen. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Okay, und was steht da drin? Ätherienhändler geben bekannt. So eine Chance bekommen nur einmal alle halbe Jahre. Wir führen jetzt auch ganz neue Bomben in unserem Sortiment. Mit Güteklasse A sprengen, aber nur Preisklasse C bezahlen. Diesem Händler schreibt die Terry-Händler-Karte bei, mit der Sie auf dem ersten Blick sehen können, wo sich auch Ihrer Nähe ein Terry-Händler befindet. Allerdings gilt dieses Angebot nicht in allen Filialen. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit, Terry. Achso, jetzt haben wir eine Terry-Karte erhalten. Du hast die Terry-Karte erhalten, dann kannst du alle Terry-Händler finden, die auf dem Meer umherringen. Öffne gleich den Kartenbildschirm und mach dich schlau. Okay. Habe ich. Mach den jetzt groß. So, da ist ein... Ach so, cool, das wird dann halt angezeigt, wo sich der hier befindet. So, ich will auf jeden Fall mal meine Omi sehen. Omi, was geht? Omi. Wie geht es dir, Omi? Ich hab dich vermisst. Omi, bist du hier? Omi? Ach, da ist er zum Beispiel, Omi. Omi, was geht ab? Omi, Regiari, bitte, du darfst nicht vorgehen. Lass deine Großmutter nicht allein. Ach, die hat einen Albtraum. Oh, unsere Omi hat einen Albtraum. Hat das vielleicht mit dieser nicht enden wollenden Nacht zu tun? Ja. Es könnte mit der nicht enden wollenden Nacht zu tun haben, Leute. Ist das jetzt irgendwie so ein Albtraum oder so, der über der Welt liegt, den wir aufwecken müssen? Erinnert mich ein bisschen an Link's Awakening, das Gameboy-Spiel mit dem Windfisch und Gedöns. Okay, wissen wir Bescheid. Unserer Omi geht's nicht gut. Das ist schade. Das ist äußerst schade. So, da ging es, glaube ich, nicht entlang. Ja, da ging es nicht lang, nee. Ich könnte mal bei den ganzen anderen Randoms vorbeischauen. Wollen wir das? Boah, was ist denn mit dem passiert? Boah, der ist ja riesig. Der ist ja riesig geworden, Leute. Ey, Schweinchen. Der ist riesig geworden. Ja, komm, wir nutzen die Gelegenheit und talken einfach mal mit den ganzen Leuten hier in der Nähe. Vielleicht haben die ja irgendwas Wichtiges zu sagen. Vielleicht wissen die ja, was mit Wallo los ist oder so. Schauen wir einfach mal. Okay, was geht ab bei dir? Regi, schön, dass du zurück bist. Seit du von hier weg bist, ist viel passiert. Unsere Insel ist nachts ein unsicherer Ort geworden. Geh lieber schnell nach Hause. Komm doch morgen wieder vorbei, wenn es hell ist. Okay. Regi, wie schön, die gesunde Mutter zu sehen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Das wird aber eine riesen Überraschung für meine Jungs, wenn sie hören, dass du wieder da bist. Ach, die schlafen. Ah, Rotznase. Rotzi, weg mit dem. Ja, Rotzi. Ich habe richtig Angst vor dem. Das wissen wir ja. Aber wir sollten ja bei dem Schwertmeister Dingenskirchen vorbeischauen. Der wollte ja, dass wir ihm die Ritterwappen zeigen. Weil diese Ritterwappen geben. Na, vielleicht hat der ja zumindest irgendwelche brauchbaren Infos für uns. Aber ich glaube nicht. Oder? Hey Schwertmeister, wir haben Ritterwappen für dich. Ah, okay. Der ist hier am Trainieren oder was? Oh, Regi, dir geht es also gut. Warum hast du mir die Sache mit Ariel verschwiegen? Es war sehr töricht von dir, einfach loszuziehen. Kaum warst du weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Aber eines zumindest freut mich, nämlich dir zu sehen, dass du auf deinem Reisen stärker geworden zu sein scheinst. Es muss sich wohl einiges zugetragen haben, du wirkst so anders, so gereift. Gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde nutzen. Ich brenne darauf zu sehen, wie stark du inzwischen geworden bist. Okay. Vielleicht kriegen wir dadurch ja irgendwas. Oder erlernen Leute, ich denke. Hi, was geht ab? Oder auch nicht. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger, Junge. Na schön, versuche mich 100-mal zu treffen, bevor ich dich 3-mal treffe. Okay, da hätten wir jetzt, glaube ich, ausweichen können, das war nicht gut. Ich glaube, ich muss einfach im richtigen Moment A drücken. Ja, ich muss einfach im richtigen Moment A drücken. Okay, das genügt. Ah, wir kriegen das schon hin. Das scheint ein Herz oder so zu sein. 12 Treffer. Ist okay. Das will ich jetzt aber schaffen. Ja, das ist ja schön und gut, ne? Aber eigentlich ist es gut möglich, dass wir das hinkriegen. Wo waren nochmal die Ritterwappen? Das ist die Halskette. Ich glaube, das waren die Ritterwappen. So, Moment, hier. Der will die nicht haben? Also, warum
Warum will er dich haben? Guck mal. Das ist doch ein Ritterwappen. Wie viel davon besitzt du? Ah. Wenn es dir gelingt, 10 Ritterwappen zu erstreiten, tritt noch einmal vor mich. Dann erzähle ich dir, was mit ihnen auf sich hat. Okay, 10 Stück brauchen wir. Das ist gut zu wissen. Keine 20, sondern 10. Aber ich will trotzdem noch gegen die kämpfen. Ich meine, wenn wir den 100 Mal treffen, kriegen wir bestimmt irgendwie ein Herzteil oder so. Das sieht mir eigentlich sogar ziemlich sicher nach einem Herzteil aus. Das wir bekommen können, wenn wir ihn 100 Mal treffen. Okay. Ein absoluter Anfänger, 10 Mal, bevor er uns ein paar Mal trifft. Ich muss einfach A drücken. Ah. Okay, das scheint ja ganz gut zu klappen. Oh, ich meine, guckt euch das mal an. Richtig gut. Okay, das ist echt nicht schlecht. 20 Stück haben wir schon. Das haben wir leider getroffen. Aber das ist schon kein Problem. Ah, seht ihr? Guck mal, ein Viertel haben wir schon. Okay, nice. Das ist auf jeden Fall machbar. Hat er uns getroffen? Nee, wir haben gedodged. Wow! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache, Leute, aber das ist nicht schlecht. Und die Hälfte haben wir, sehr gut. Oh, nice Dodge, man. Okay, was ist los mit dem? Ist er eingerostet, aber nicht arrogant sein, nicht arrogant werden, Verzeihung. Okay, wir haben es gleich geschafft, Boah, dieser Konter ist richtig cool. Der jumpt einfach über den. Oh, das ist echt nicht schlecht. Okay, wir haben es gleich, Leute. Oh, ich liebe diesen Konter. Der springt hin über den und dann schlägt er ihn mit seinem Schwert auf den Hinterkopf. Richtig brutaler Angriff. Zack. Wait, warte, wir haben die 100 voll. Okay, egal, ich habe die 100 voll. Wir haben 100 voll, Moment. 104 Treffer, nicht schlecht, du bist besser geworden. Ich sehe schon, ich sollte dich nicht mehr wie einen absoluten Anfänger behandeln. Damit tue ich dir wohl Unrecht. Gut, aber jetzt nenne ich dich Grünschnabel. Grünschnabel. Viel ist aber nicht, aber nimm es. Ich kriege einen Rubin, okay. Wollte ich jetzt aber nicht. Gibt es noch etwa mehr, was ich bekommen kann? Ich meine, ich bin Grünschnabel. Cool, hab mehr Geld bekommen. Hallo, ich will aber mehr haben. Na, wie sieht's aus? Eine Übungsstunde geht weg, okay. Da kriegt man 100 pro irgendwas, ein Herz oder so. Jetzt muss ich den wahrscheinlich 150 Mal treffen oder so. Oder wie sieht's aus? Okay. Nicht schlecht für einen grünen Schnabel. Ich suche mich 300 Mal zu treffen, bevor ich dich 3-mal treffe. Ach du lieber Gott. 300 Mal muss ich den treffen. Leute, das ist Resident Sleeper Modus, wirklich. Ich weiß nicht. Vielleicht cutte ich das jetzt auch sogar raus. Weil ich will euch das eigentlich nicht zumuten. Wow, da hat mich einfach mal getroffen. Ja, ich glaube, ich cutte das einfach raus. Weil es dürfte wahrscheinlich ein bisschen dauern. Okay, guys. I did it. Ich habe 375 Treffer geschafft. Nicht schlecht, du bist besser geworden. Hier sehe ich schon, ich sollte dich nicht mehr wie ein Kind behandeln. Damit tue ich dir wohl Unrecht. Und jetzt annehme ich dich. Halbe Portion. Halbe Portion. Sicherlich wirst du auf deinen Reisen viel ausgehoben haben. Nimm das hier. Du kannst es bestimmt gebrauchen. Und wir halten jetzt erstmal 100 Rubine. Ist auch nicht schlecht. Ja, und ich glaube, das geht noch weiter. Ich habe mich sogar gerade extra schlau gemacht. Und ich glaube, der nächste Schritt wären die 500. Bei den 500 gibt es dann sogar tatsächlich das Herzteil. Wie ich es mir schon gedacht habe. Hätte man eigentlich sogar schon annehmen können. Und ja, Link ist jetzt gerade auch nicht gut drauf. Ich dachte, vielleicht kriege ich jetzt sogar schon die 500 hin. Aber gut, dann halt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das schrittweise machen muss. Weil, ja gut, dann machen wir halt die 500 demnächst voll. Aber, gut, machen wir das halt demnächst. Mit den 500 irgendwann, wenn ich Zeit und Lust habe. Vielleicht sogar zum Anfang der nächsten Episode. Vielleicht mache ich das sogar offscreen. Muss ich mal schauen. Aber ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber das war schon echt anstrengend. Ich saß hier ungelogen 10 Minuten dran, um so hochzukommen. Und am Ende hatte ich sogar einen Bogen raus. Da war ich aber auch extrem defensiv, muss ich gestehen. Da war ich extrem defensiv. So, Moment. Wo müssen wir jetzt hier überhaupt hin? Die Rückseite der Inseln, stimmt's? War da nicht was? Ja, aber wir müssen hier irgendwie anscheinend auf die Dingenskirchen der Insel. Die Rückseite der Insel. Moment mal. Was ist denn die Rückseite der Insel ganz nebenbei? Vielleicht Dorfenberg? Keinen blassen Schimmer. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal Richtung, hier, Hügel, Berg, whatever begeben. Stimmt. Wir könnten sogar in den Feentempel, in den Feenwald, Verzeihung, weil da gab es ja auch nochmal was. Gab es ja auch nochmal einen Stein, den wir wegblasen konnten. Ich glaube, das klingt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sollten wir das sogar demnächst mal machen.
Naja, egal. Auf erstmal in den Berg hoch. Ah, die Warnung interessiert uns natürlich null. Wir wollen hier einfach nur hoch. Weil wir müssen hier wahrscheinlich auch hoch. Oh, oh, hier gibt es natürlich wieder viel von den Gremlins. Das sind andere Gegner, die Gremlins. Ah! Von denen gibt es hier, unglaublich. Moment. Hallo. Zeig noch einen. Was ist jetzt mit denen? Anscheinend. Ich glaube, ich muss den nächsten Mal wieder mein Seil ausrüsten. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar. Item klauen ist immer gut. So. Ich glaube, wir müssen hier sogar tatsächlich hoch. Ich weiß nicht, ob wir da so. Ah, das. Das ist kaputt. Wir kommen da gar nicht rüber. Aber höchstwahrscheinlich nur mit unserem Blatt. Und wer ist das? Wer sind Sie? Boah, ja, aber schade, wenn ich dann noch zu dieser Klippe dort fliegen könnte. Dann würde ich dir unter diesen Steinfratzen schlummernde Tri. Na sowas, da hätte ich mich doch beinahe verplattert. Nichts, mein Junge, nichts, vergiss es einfach. Ach, der Vorsprung? Oh, okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was der Typ so meint. Ich darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass wir unseren Stein haben, ne? Auf dem Vorsprung gibt es auch noch irgendwelche Items. Jetzt, wenn wir die Bomben jetzt mal einfach hier drauflegen. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir vielleicht den Stein hier wegsprengen. Ich probiere es mal aus. Ablegen. Oh! Der war es sicherlich nicht, aber wir kriegen eine Bombe. Okay. Hier oben ist auch nochmal ein Item. Gut, Leute, ich habe eine Idee. Ich hab das Seil halt erstmal hier drauf. Ich will auf jeden Fall das da im Gepäck haben. Ich muss wahrscheinlich dort. Oder doch in den Wald? Ah, ich weiß nicht. Ich will mal erstmal in den Wald gehen. Weil da war ja irgendwas mit der Feenquelle. Ein paar Leute haben mir gesagt, ich kann da ja anscheinend noch was machen. In der Feenquelle. Oder. Nein, egal. Bing. Ah, ho, ho. Gut, ich will, dass der Wind in welche Richtung weht. Dass er in die Richtung geht. Perfekt. Weil ich da rüber will. Ja! Nein, was mache ich denn? Oh, ich habe das Blatt falsch ausgerüstet. Oh, das Blatt ist... Das Blatt ist ja jetzt auf X. Ah, oh, ist das ärgerlich. Na, meinetwegen. Dann muss ich da halt extra nochmal hoch. Ich meine, die Windrichtung, die bleibt ja gleich. Die ändert sich ja erstmal nicht. Oh, Leute, war das ein Fail? Das war auf jeden Fall ein Fail. Okay, ich will definitiv nochmal zur Feenquelle. Alles, was danach kommt, können wir in der nächsten Video machen. Ich meine, der Potsblitzboy, der hat uns das schon gesagt, wir müssen anscheinend diese Fratze dort wegfegen, weil sich darunter dann irgendwas befindet. Was mit Try hat er gesagt? Triforce? Man weiß es nicht. So, jetzt mache ich es aber richtig. Wind weht in die Richtung, perfekt. Und... Geronimo! Kommen wir da wohl doch mit rüber. Schade. Aber kann ich hier hoch? Oh. Okay. Ist das ein Geheimgang? Oh, sieht interessant aus. Was ist das hier? Ist ja der Dachboden, ne, bei irgendjemandem. Da sind Truhen da oben, die machen wir mal kaputt. Da befindet sich 100 Pro irgendwas Cooles. Mal alles kaputt machen. Ob es hier sich, ob sich hier nichts befindet. Hier muss doch irgendwas sein. Wenn ich hier schon durchs Fenster rein kann, ich bitte euch. Nichts? Sieht es nicht? Gar nichts? Okay. Gibt's hier halt nichts anscheinend. In der Tat verdächtig. Dann halt nicht, dann halt nicht. Vergessen wir das. Gibt's hier halt nichts, okay. Ja, aber der Potsblitz-Typ, der hat uns ja schon ein paar Tipps gegeben. Der hat uns ja schon zur zweiten Flasche gelotst. Der wird 100 Pro wieder irgendwas da, Wichtiges gesagt haben. Weil, so eine kleine Ahnung, wo ich da eventuell hin muss, weiß ich ja. Diesen Vorsprung, den er da erwähnt hat. Von daher, warum nicht? Versuchen wir es einfach mal. Was ich jetzt halt nur ärgerlich fand, ist, dass ich da anscheinend nicht... Ja... in den Wald kann. Weil da war ja auch eine Fee oder sowas in der Art, ne? Wir wissen ja. Wir reden mit erstmal. Der Sprite leckt teilweise, ne? Unbelievable. Okay, so von hier aus
guckt nämlich in die Richtung. Seht ihr diese Fratze da? Müssen wir wohl dahin. Ich würde gerne in den Wald. Naja. Lassen wir den Wind nochmal genau in die Richtung wehen. Jetzt gerade weht er ja Richtung Westen. Ich will mal, dass er hier zum Nordwesten geht. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist schon gut. Jetzt. Geronimo! Ich weiß gar nicht, was. Okay, so. Könnte sein, dass wir es eventuell jetzt nicht schaffen, oder? Okay, das wird echt knapp. Ah! Okay, we did it. We did it, wir haben es geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sogar hier rein müssen. Weil wo sonst? Ja, und diese Fratze, die müssen wir jetzt wohl wegsprengen. Easy going. Ah, aufheben. Ah, und weg. Hat leider nicht geklappt, ich muss hier ablegen. Ganz langsam, so. Und da wird sich dann wohl was darunter befinden, oder? Nicht? What? Aufheben? Ja, warte, warte. Wird hier Bescheid gegeben? Das ist ein Felsen, kannst du mit deiner gegenwärtigen Kraft weder hochheben noch zerstören. Die Kraft, die dir aber möglich verbirgt sich zweifelsohne irgendwo auf See. Ich muss sie nur finden. Was? Ich kann hier jetzt noch nicht drauf? What? Ja, wo muss ich denn dann lang? Hä? Okay, wo hat sich denn dann Wallo verkrochen? Also, ich fühle mich ja jetzt gerade echt ein bisschen wach. Dann halt nicht. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, hier extra hochzugehen und dann wird mir gesagt, dass es nicht funktioniert. Verarsch mich halt. Meine Güte. Gott, ich habe nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt, Guys. Ich habe wirklich nichts gesagt. Oh, Leutenkönig. Irgendwas ist hier mit den Menschen los. Ich habe keine Ahnung, was. Ich gehe jetzt einfach auf die Rückseite der Insel. Okay. Bist du bereit? Wenn du bereit bist, lass uns zur Rückseite der Insel fahren. Dann fahren wir halt zur Rückseite der Insel. Aber ja, zur nächsten Episode, Leute. Weil, ja, keine Ahnung. Jetzt gerade ist mir die Lust vergangen. Ich dachte, ich habe jetzt gerade irgendwas richtig Episches gefunden. Brauchen wir halt die Krafthandschuhe, um den Stein dort zu bewegen. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, es würde mich freuen und supporten. Ich werde zur nächsten Episode bei dem Schwertmeister Orca wahrscheinlich offscreen die 1000 Treffer machen. Ich habe da richtig Lust drauf, die offscreen zu machen. Und ja, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns zur morgigen Episode von Wind Waker HD. Wohin? Nee, morgen. Ach, geht's ja nicht weiter. Tja, müssen wir Montag weitermachen. Und daher, Leute, bis Montag. Haut rein, macht's gut, bleibt schon ruhig und ciao, euer Regi.